Schwarze Feuerbomben sind okay. Ja, das wird garstig werden. Weil wir müssen genau darüber. Genau, sind vergiftet. Jetzt nicht mehr. Puh. Da ist übrigens auch ein Spucker drin. So. War einer. Hier können wir durch. Da will ich aber noch nicht durch. Ich will erst hier endlich ans nächste Leuchtfeuer. So. Können wir mal kurz die Pause nutzen, um in unsere Gegenstandskiste zu gucken. Wir haben jetzt die Flügellanze Blitz. Die brauchen wir nicht, also packen wir sie mal weg. So einen Streitkolben haben wir schon einen, ja. Also ja, ich bin auch immer ein bisschen ein Sammler. Die Finsterpyromantieflamme haben wir weggepackt. Glockenhüter, Schild. Haben wir schon eins hier, das Schild des bösen Auge. Ein Großschild mit beunruhigenden Verzierungen, bedeckt mit den Abdrücken zahlloser Hände. Die wahre Herkunft dieses Schildes ist unbekannt. So sehr er auch poliert wird, die mysteriösen Handabdrücke auf dem Schild lassen sich nicht entfernen. Und hat den Effekt, dass man Trefferpunkte absorbiert, wenn man einen Gegner tötet. Oh, das wollte ich nicht. Hier haben wir nichts Neues. Hier haben wir aber die Finsterrüstung. Rüstung eines von der Finsternis überwältigten Ritters. Niemand kennt die wahre Identität jener Männer, die die Finsternis angeblich in ihrer Hand haben. Alte Legenden aus der Fremde zufolge sind sie arme Seelen, die der Kunst des Lebensentzugs auf der Spur waren. Also ja, die Dark Wave aus Dark Souls 1. Handschuhe, Alone Rittergamaschen brauchen wir alles nicht. Hier haben wir auch nichts Besonderes. Ja, den Ring des Seelenheils. Dieser göttliche Ring wacht über die Seele des Trägers. Er wurde von Ronis dem Weißen, dem Weisen von Lindelt erschaffen. Und der hier wurde nur von seinen Schülern erschaffen. Also der hier ist der mächtigere. Der schützt nämlich auch vor Versteinerung. So, zaubermäßig ist alles okay. Ansonsten sieht eigentlich auch alles gut aus. So, Fackel wieder in die Hand. Wir haben gerastet. Das heißt, wir können jetzt hier in den lustigen Turm eindringen. Und mit lustig meine ich überhaupt nicht lustig. So, kümmern wir uns erstmal um ihn hier. Da ist wieder der Gegenstand durchgeglitscht und ins Nirvana geflogen. Ist auch immer schön, wenn Gegenstände ins Oblivion fallen. Ja. Da unten gucken wir uns nachher gleich um. Denn man sieht hier schon mal, ja auch ein Küchlein, viele Leitern, die nach unten führen. So, Giftspucke-Viecher. Dich erstmal weg. Und euch weg. Hier ist nichts drin. So, die erste Etage des Turms haben wir. Warum auch immer er sich so hinknien muss. Achso, bist du da drüben gerade so aggro? So, du erstmal weg. Giftpfeile. Die beiden weg und dann gucken wir erstmal hier drüben. Okay, hier ist nichts. Aber hier hinter dem Nebel sieht man noch mehr Nebel.
Und unsere Freunde von der Earth and Pike. Peak. Nur, dass sie etwas stärker und aggressiver geworden sind. So, die bewachen etwas, nämlich die große Mutterameise. Die nicht aggressiv ist. Deswegen würde ich sie auch gerne leben lassen. Die hat nämlich eigentlich nur eine Bestimmung hier, nämlich Giftheilungsnebel auszustoßen, der allerdings ein kleines Problem hat. Er macht, soweit ich weiß, Ausrüstung kaputt. Oder auch nicht mehr. Ne, irgendwie nicht mehr. Aber ja, der Nebel heilt Gift. Deswegen ist der Gegner eigentlich kein richtiger Gegner, sondern eher nützlich. Und ich würde ihn ungern töten. Weil er tut nichts. Und er bringt auch nichts. Er bringt, glaube ich, 1000 Seelen oder so. Einmalig und wir spawnen nicht. So, ab jetzt wird's schön. Jetzt können wir nämlich hier die Leitern runter. Und wie man sehen kann, gibt es hier erstmal Wege nach unten. Oh. In den Tod. Ja, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich gewollt habe. Okay, zum Glück hatten wir das Leuchtfeuer in der Nähe. So, Fackel anzünden. Und dann erstmal von hier drin aus Sachen töten, die wir töten können. Also von draußen aus die Statuen zermatschen. Den da töten, bevor er uns gefährlich wird. So. Und dann kommen auch die hier schon angelaufen. Machen, glaube ich, nur die beiden. Ja, und man sieht, es gibt sehr, sehr viele Wege nach unten. Da ist auch einer. Da ist auch einer. Und man sollte wirklich alle abgehen. Ich habe nie richtig in der Übersicht gehabt, welcher Weg wohin führt. Ach, da oben war einer. Na, komm her. So. Oh, das war jetzt knapp. Sonst wäre ich gleich wieder darunter gefallen. Hier wäre nämlich einer von den Wegen nach unten. Aber runter will ich erstmal nicht. So, ich will hier anzünden. Da wäre auch ein Weg runter. Da drüben sind zwei. Oh. Hi. Ja. Da drüben sind zwei Vasen. In der einen Vase sieht man was zum Looten. Das da drüben ist ein Dead End, aber da können wir trotzdem mal hin. Also ja, ich will alles mal kurz abgehen, um sicher zu gehen, dass wir nichts verpassen. Also die beiden Leitern führen auf dieselbe Stelle. Das haben wir geklärt. So, das hier hinten müsste ins tote Ende führen. Also richtig tot. Da steht sogar eine Nachricht. Schatz, und ich habe es sogar bewertet, weil das ist eine Lüge, Schatz voraus. Ne, von hier aus kommen wir nur da runter. Da wollen wir aber noch nicht runter. Hier ist also nichts. Dann können wir mal in der anderen Ecke gucken. Ja, so rum können wir auch gehen.
der Ecke hier. Hier müsste, dürfte allerdings auch nicht wirklich was sein. No. Das da sieht übrigens auch aus wie ein totes Ende. Also darunter klettern. Wobei, da könnte man ganz runterkommen. Das gucken wir uns als letztes an. Oder vorletztes. Mal sehen. Jetzt will ich erst einmal da runter zu der zu den Krügen. Schüsseln, sage ich schon. Die sind nämlich hier. Die Leiche hat nichts. So. Genau, hier liegt ein Toter drin. Der hat etwas faules Harz bewacht. So, jetzt muss ich gucken. Wir haben nämlich auch eine Truhe gesehen, die ist unter uns. So, vorsichtig. Und hier rüber. Das hier ist eine normale Truhe, die können wir öffnen. Da ist eine riesige Keule drin. Das ist okay. Und hier sind wieder Hüllen. Au. Ja gut, auf nahe Distanz machen sie schon Schaden. Trinken wir mal sicherheitshalber einen Schluck. Ja, ja, an den Loot kommen wir nicht dran. Und ja, wir haben es ja vorhin schon gesehen. Hier sind wieder sehr, sehr viele von diesen Krügen, die wir vorsichtig zerstören müssen. So, 20 Lebenssteine, das ist nett. So, hier sind wir runtergeklettert. Klettern wir mal hier hoch. Weil hier müsste die Dead-End-Leiter gewesen sein, die wir vorhin gesehen haben, genau. Jo. Die da. Da war auch eine Leiter ins Nirgendwo. Das heißt, es bleiben noch die Leiter, hatten wir schon. Noch die Leiter nach oben. Ja, hier hatte wirklich jemand sehr viel Spaß. Ja, und hier war der Explosions-Heidi, wo wir gerade eben gestorben sind. So, ich will aber noch nach hier runter. Die Fackel entzünden und damit war's das auch schon. Ja, das heißt, den lustigen Finstergeist, Bewohner des Lochs. Kennen wir uns? Wow. Du hast was drauf. Das muss ich dir lassen. Du bist nicht ohne. Wow. Au. Autsch. Gut. Mhm. Ja. Dieses Schwert ist übrigens sehr unfair. So. Schwarzer Hexerschleier, schwarzer Hexegewand. Okay. Und ein Menschenbild. Gut. An den konnte ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, der war auch neu. So, ja, jetzt geht's wieder einen Weg runter. Und hier ist der zweite Duftzweig gewesen. Sehr gut. Ja, da hinten leuchtet schon mal böse grün. Und alle bringen sich um.
aufgeben und dann jetzt. Ach so, weil ich die Blutflecken angetatscht habe. Ja.